Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, stehe ich hier gerade vor meiner Wohnungstür und das kann natürlich nur eines heißen, und zwar, dass ich mir euren Wunsch natürlich zu Herzen nehme und dass es jetzt eine Wohnungs- bzw. Roomtour von mir gibt. Also eigentlich eine Wohnungstour, weil ich habe nicht nur einen Raum, aber angeblich nennt man das so auf YouTube, habe ich gehört. Und in diesem Sinne, legen wir los. Also gleich mal zu Anfang, ihr werdet einiges knarzen hier hören, weil, wie ihr seht, habe ich einen alten Dielen-Parkettboden in meiner Wohnung. Also lasst euch davon nicht stören. Und wir sind hier im Flur, Eingangsbereich meiner Wohnung. Hier ist meine Wohnungstür, hier ist meine lustig gespreizte Hand. Hier habe ich meine Garderobe, da hängen Cardigans und Jacken, und oben liegen meine Schals. Hier unten stehen ein paar von meinen Schuhen. Da sind die Winterstiefel, die sind nass, deswegen stehen die auf diesem Ding da drauf. Da liegt meine Handtasche. Hier vorne habe ich ein paar Flecken an der Wand. Wegen dem Duftöl, das ich da hier stehen habe. Und ansonsten sind hier halt so ein paar Make-up-Pinsel und so ein bisschen Make-up, was ich in der Früh halt brauche, um mich fertig zu machen. Und hier hängt mein Schlüsseldings. Da hängen gerade keine Schlüssel dran, aber wir können natürlich einen hinhängen. So. ja, das habe ich mal super günstig irgendwo bekommen und ich liebe das. Ich finde, das ist sau cool. Genau. Und hier sind meine Katzen. Hallo Tascha, guten Tag. Hallo Mr. Reno. Hey, du bist der Oberst-Vidolino. Ja. Und hier vorne steht meine Setback, meine Make-up-Setback. Wenn ihr da Bock habt auf ein Video, dann schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Sobald ich die vervollständigt habe mit dem Zeug, das ich noch einkaufen möchte, mache ich euch da gerne mal ein Video dazu, was da so drin ist. Und ja, hier ist mein Badezimmer. Hier rechts ist meine Küche, die zeige ich euch gleich noch. Hier ist ein sehr, sehr schönes Bild. Das hat Jans Mutter gemalt, weil die ist Künstlerin. Genau, und das ist das Badezimmer und das hier ist die Küche. Den Hintergrund habt ihr auch schon öfter gesehen in meinen ersten Videos. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit dem ersten Raum an. Los geht's! So, der erste Raum, den ich mit euch betreten möchte, ist mein Schlafzimmer. Es ist auch chronologisch gesehen der erste Raum, wenn man in meine Wohnung kommt. Und hier in der Mitte steht mein Bett. Ich habe da zwei so Schubladen drunter, weil mein Schrank relativ klein ist. Da kann ich noch ein paar, hier habe ich Jeans verstaut und Socken und hier so Bettwäschezeug. Hier drüben ist mein Nachtkastel. Ich habe leider immer noch kein richtiges gekauft, obwohl ich schon 2 Jahre hier wohne. Aber ja, das ist so eine IKEA-Box jetzt aktuell noch mit der Lampe drauf. Ja, das sind der Koda und die Tascha mal wieder. Sehr gut, Mini-Mieze-Lusse. Lieb sein. Ja, die hier immer raufen. Hier vorne steht mein Laptop-Dings. Also dieses Dings, was man auf den Schoß nehmen kann. Und da drauf schneide ich meine Videos immer. Und das sind meine Vorhänge, mein Fenster. Da habe ich eine Laterne stehen. Und hier ist mein Schreibtisch. Und hinter der Tür versteckt sich auch mein Kleiderschrank. Ich gehe mal ein paar Schritte zurück. Genau, die Seite habe ich so eingerichtet. Da oben liegt ein Kissen und eine Zither drauf. Da hängen mein Bademantel und mein Onesie und sowas. Das ist mein Kleiderschrank. Und daneben habe ich ein Bücherregal mit der Buchauswahl von einer 10-Jährigen. Aber ich liebe einfach Fantasy-Bücher. Also ich habe hier Elfennacht und Stravaganza, sehr, sehr coole. Sehr coole Bücher. Engelsnacht, die ganze Reihe Engelsmorgen. Harry Potter natürlich darf nirgendwo fehlen. Und da unten habe ich noch Mädchenmaler, Schattengänger, diese Krimi-Reihe, Elfenglanz, Elfenbann, bla bla bla. Ihr seht es ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch gerne Kinderliteratur lest, obwohl ihr schon älter seid. Ja, genau, und hier ist mein Schreibtisch, hier ist das Glas und mein Drucker da hinten. Und ja, da unten stehen ein paar Ordner und sowas. Haben wir es jetzt dann bald, Mini-Mieze-Lusse, Oh. So, der nächste Raum, den ich euch zeigen möchte, ist dieser hier. Das ist mein Wohnzimmer, wie ihr vielleicht erkennen könnt. Und ja, meine Katzen
verlagern sich immer in den Raum, in den ich gerade gehen möchte. Hier direkt auf der Seite steht mein Klavier mit einem ziemlich coolen Bild drüber, finde ich. Da hinten steht ein Katzenklo. Hier steht meine Orchidee, die überlebt, obwohl ich mich 0,0 um sie kümmere und sie vielleicht einmal im halben Jahr gieße. Und das ist der Blick aus meiner Wohnung. Und hier unten ist ein kleiner Bach. Und hier stehen meine zwei Juwelkerzen. Und hier habe ich einen Fernseher hängen, der schon Ewigkeiten nicht mehr geht. Aber ich schaue eh so, also ich schaue nie Fernsehen, nie. Da ist noch eine Katze. Noch so eine von den Laternen, die ihr im Schlafzimmer schon gesehen habt. Und ja, meine Palettenmöbel. Hier oben haben wir ein altes Radio und ein altes Telefon. Und hier haben wir einen sehr coolen Reifen mit einem Spiegel innen drin hängen. Dann hier, hier sind die Männerärsche, von denen ich in einem Video schon mal gesprochen hatte. Das ist ein Kratzbaum für die Katzen, den habe ich selbst gebaut. Genauso wie diesen Kubus hier, auf dem der Coder gerade liegt. Und das ist mein Wohnzimmertisch, den ich sehr, sehr, sehr cool finde. Den hat der Herr Johnny Dixon geschreinert und hier steht meine Deko drauf. Die kennt ihr ja, glaube ich, aus meinem letzten Video. Das ist so eine Schieferplatte und das habe ich euch gezeigt. Und hier noch so eine Kerze. Und das ist meine Couch und da steht noch ein Katzenklo und hier so eine IKEA-Lampe. Und ja, hier oben hängen zwei solche Bretter, die habe ich da auch selbst hingemacht und dunkel gebeizt. Das ist auch für die Miezis. Und hier nochmal Miezi und eine alte Olympia-Schreibmaschine und meine Gitarre. Genau, also es ist so ein Wohnzimmer, Musikzimmer. Naja, genau, und hier an der Tür hängt noch ein Bild, das ich mal angefangen habe, aber irgendwie nie den Drive hat, es fertig zu machen. Genau, das ist mein Wohnzimmer. So, der nächste Raum, den ich euch zeigen möchte, ist meine Küche. So, wir gehen erstmal rein. So sieht die aus. Das ist der größte Raum in meiner Wohnung, hat glaube ich 16 Quadratmeter. Und wenn man reinkommt, hier auf der linken Seite steht mein Wagerl, mein Servierwagerl. Da habe ich meine ganzen Gewürze und Zeug drin und hier unten Tees und Suppen und sowas. Und auf der rechten Seite steht mein Buffet und hier ist meine coole Wand. Da habe ich lauter so Metalldinger dranhängen. Genau. Und hier habe ich einen alten Zündabtank drin stehen. Dann die Zinnkrüge, die ich geerbt habe, alte Zigarrenschachteln, mein Toaster, die Aragon-Bücher, Mehl, ein bisschen Katzentrockenfutter, das bekommen sie aber so gut wie nie, aber die Dose ist cool und mein SodaStream und oben ein bisschen. So, als erstes zeige ich euch mein Badezimmer. Da werden wir jetzt nicht so viel Zeit drin verbringen, weil ich das immer relativ uninteressant finde. Ich habe eine Waschmaschine hier und da kommt meine Wäsche rein. Dann habe ich hier oben ein kleines Schränkchen, in dem habe ich auch Medikamente und sowas. Und dann mein Spiegelschrank. Da liegen unsere coolen Star Wars Zahnbürsten. Und dann habe ich eine Badewanne mit Duschfunktion. Meine Toilette. Und ja, das sind die Sachen, die ich so bei mir stehen habe. Und ja, das war's dann eigentlich schon. Jetzt sind wir durch, oder? Ich glaube, wir sind durch die ganze Wohnung durch. Ich würde sagen, dann hole ich euch einfach mal auf die andere Seite. Okay, ihr seid auf der anderen Seite. Wir gehen mal kurz ins Wohnzimmer. Können wir uns kurz hinsetzen. Also wir, ihr und ich oder ich und mein Ego, wer weiß. Ja, das ist meine Wohnung. Ich weiß, dass sie nicht ganz normal ist, weil die meisten YouTuber, von denen man sowas sieht, die haben halt alles voller weißer IKEA-Möbel und voller Lichterketten und voller Schnickschnack und das habe ich halt bei mir nicht. Zum einen wegen den Katzen. Ich kann einfach nicht überall Deko aufstellen, weil das meiste hauen sie eh runter. Und zum anderen, weil ich einfach ein schlichterer, einfacherer Mensch bin. Also nicht einfacher, aber ich mag halt nicht so viel Schnickschnack, ja. Ich mag es halt lieber clean. Und deswegen ist meine Wohnung so wie sie ist, eher rustikal eingerichtet. Habe sehr viel selber gebaut, habe mir sehr viel schreinern lassen. Ein paar Sachen natürlich vom Ikea, das hat ja ungefähr jeder so. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vielleicht
konnte euch ja doch was inspirieren, was ich nicht glaube, aber wenn euch das gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und wenn ihr noch nicht Abonnent von meinem Kanal seid, dann lasst mir doch ein Abo da, von mir kommen regelmäßig Videos. Ja, hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart bei meiner Wohnungstour und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!